Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hypixel Skyblock. Ich habe offscreen diese Rüstung verzaubert. Alles auf Grow 5, Projection 5 und Horns. Joch. Und jetzt noch den Helm. Ich habe natürlich schon die XP gefarmt. Und ja, ich habe schon ein Protection 5 Buch vorbereitet. Weil ich möchte natürlich auf Grow verzaubern, also auf Grow 5, weil das ja ziemlich selten ist, würde ich sagen. Es sei denn, man hat diese Dark Oak Collection. Ja, und ihr seht, ich habe schon das Protection 5 Buch, deswegen verzauber ich nicht auf die auf das hier, sondern halt auf die Grow erst. Hier ist es schon, perfekt. Und wir haben wieder Grow 5 Thorns. Ich hatte die ganze Zeit, wirklich. Ich habe immer auf Growth 5 oder 5 verzaubert und habe immer diese, also Growth 5 und Thorns bekommen. Ich habe nicht Protection dazu bekommen. Ich musste Protection immer wieder selber drauf tun. Und Protection kriegt man von der Eisen Collection, glaube ich. Weil mit 8 Eisen und ein bisschen Papier, ich glaube 24 Papier, kriegt man dieses Protection 4 Buch. Ja, das heißt, zwei davon im Amboss kombinieren kostet 6 XP, um die zusammenzutun. Und dann hat man Protection 5. Jo, ich packe jetzt hier erstmal auf den Helm. Natürlich das Protection 5, was ich vorbereitet habe, wenn ich die XP genommen hätte hier. Und ich habe, glaube ich, noch einen Boost aktiv, Experience 2. Das heißt, ich kriege jetzt 38 XP. Etwas mehr als wenn ich es nicht, also wenn ich dieses XP nicht hätte. So, wir haben jetzt eine komplette Enchanted Golem Armor, die ziemlich gut ist, außer die Feather Falling, das fehlt mir noch leider. Das hätte ich wohl noch gerne eigentlich. Ich ziehe jetzt mal an. Ich kann sie gar nicht mit Shift anziehen irgendwie. Jo. Golem Armor sitzt. Und ich sehe da gerade, dass das keinen Unterschied gemacht hat zur anderen Rüstung. Wo habe ich die hingelegt? Die habe ich hier hingelegt, ne? Ich habe hier... Ah doch, ich habe 340 Verteidigung. Okay, jetzt ziehe ich nochmal die andere Armor an. Ich krieg schon mal mehr Leben. Ich krieg... Hä? Ich habe genau 592 Leben. Durch den hätte ich sogar die 600 tatsächlich. Und durch den sogar 605. Und dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Nee. Okay. Okay. Ja, also so hätte ich die höchsten Leben. Ich weiß nicht, hat der noch mehr Leben? Nee. Aber mehr Verteidigung hat die Rüstung auf alle Fälle. Jo, 340 Verteidigung, das ist viel besser als vorhin. Plus, ja, und die, ich sehe gerade, die Rüstung hatte nur Growth 3 zum Teil oder Growth 4. Das heißt, die Rüstung wäre trotzdem noch vom Growth-Status her besser als die Golem-Armor. Tja, jetzt bin ich mal am Überlegen, ob ich nicht wirklich doch die hier lieber auf Growth 5 hochbringe. Weil, ich meine ja nur, also, die bringt mir jetzt nur ein bisschen mehr Defense, ne? 50, was hat der? Der hat 50 Defense und der hat 60 Defense. Aber wir bleiben erstmal bei dieser Armor. Denn die ist neu. Man kann ja mal gucken hier. So, diesen einen hier kann ich wegtun. Hier bei den Potions. So. Was habe ich noch gemacht? Ah, ein bisschen Geld habe ich bekommen. Hier habe ich nichts drin jetzt. Doch, die hier kommt nochmal weg. Ich musste offscreen auch Zuckerrohrfarm gehen. Deswegen habe ich hier so viel Papier drin. Jo. Das war dann die Golem Armor. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir noch ein bisschen weiter.
Hab ich irgendwo. Ach nee, habe ich hier die hier reingelegt, ne? Die brauche ich jetzt nicht. Die Schaufel brauche ich noch. Und sonst eigentlich. Doch, die Armor hätte ich gerne an. Warum die Armor? Weil ich halt diesen Haste-Bonus bekomme und schneller abbauen kann. Das ist ziemlich gut. So, ich brauche jetzt. Eigentlich hier schauen wir schon mal hier raus. Und ja, dann hier mal anfangen. So, 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 so. Jo, dann wird ein bisschen gebaut. Wir brauchen aber mehr Suppe, definitiv. Die ist zwar schon nicht schlecht, aber wir holen aber die Hälfte hiervon. So. Und dann wird gebaut. So. Ich habe ja noch überlegt gehabt, ob ich die nicht größer mache, ne? Bin ich jetzt echt noch wirklich am überlegen, ob ich die nicht wirklich größer mache, weil. Weil ich kann es. Weil, wenn ich mir so ansehe, dass der Mittelpunkt wirklich da ist. Also, da wo die der Pfeiler steht, der ist ein bisschen verschoben, also der Pfeiler da unten, das ist wirklich die absolute Mitte. Sehe ich, dass die Insel ruhig noch bis hier vorne hin kann. Die könnt locker noch bis hier vorne hin. Das Problem ist natürlich nur, dass ich das ausrechnen muss. Weil ich halt die Felder natürlich genauso haben will, ne? Also, dass ich hier wirklich diese 7x7 Felder habe. Das heißt, ich muss jetzt hier. Hier ist ja 3, 7, genau. 3, hier ist der 4er. 1, 2, 3, das heißt hier. Da. Da wäre der nächste. Oder das nächste Feld. Stimmt, hier habe ich die nur in der Mitte gesetzt. Dahin und ja, dann hier eins rüber. So, dann hätten wir hier den Platz von 12 Minions, ja. 12 Minions, reicht das? Das Problem ist natürlich, wenn ich nach vorne erweitere, also nach hier, die Winsel ist 35x35. Mit den Rundungen natürlich, die sind natürlich abgerechnet. 35x35, das, wenn ich, das heißt, wenn ich 8 weitergehe, also dann sind wir bei 43. Geh mal 8 weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wenn ich da 8 weitergehe, muss ich natürlich von beiden Seiten aus nochmal 4 weitergehen. 1, 2, 3, 4. Hier dasselbe. Ja, nee, nicht so. 1, 2, 3, 4. So. Jo, dann würde ich vielleicht doch noch gerne, weil hier sind jetzt wieder 4, ne? Das heißt, ich könnte hier wieder noch mal ein Minion Beet rausschlagen. Dann hätten wir 3, also dann wieder 5, ja, 15 hätten wir dann. Ich glaube, das müsste dann aber reichen. Ich glaube, keine Collection hat 15. Oder doch? 3, 7, 7. Doch, der hat sogar 16. Toll. Das hat ein bisschen Eis und Sand wäre hier noch. Okay. Der hat auch keine 15. Ja, es ist wirklich nur die eine Collection. Oh, die hat auch nicht 17. 15. Aber 15 ist eigentlich auch schon viel. Da könnten wir echt noch das alles ein bisschen verschieben. Ja, das ist nicht schlecht. Dann wären das 15er Minion-Inseln. 15er Minion-Inseln vor allem. Hört sich gut an. Ich tue das mal gerade wieder alles weg, weil ich muss ja jetzt
Am besten mit Erde. Mit Erde erstmal hier die Fläche vergrößern. Ich mache das wohl wieder so, dass ich wieder eine gerade Fläche habe. Weil den Unterbau muss ich ja jetzt auch wieder ändern, so gesehen. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt weiß ich wenigstens, dass meine Inseln wie groß werden. Nochmal 4 dazu, also 43 mal 43. Man könnte es natürlich noch schön aufrunden auf 45. Ich glaube, das mache ich sogar noch. So, nein. Zack. So, das heißt, wir könnten, also das sind der 7er, 7 mal 7, ne? Das heißt, hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 10 habe ich dann so gesehen. Das heißt, da könnte ich nochmal so 8 rausnehmen. Ja, dann würde ich tatsächlich auf 45 noch hoch machen. Auf 45 dann. Ich glaube, das ist dann wirklich. Aber genug. Hier müssen natürlich dann 2 weiter. Und ich glaube, das ist auch gut von der Insel entfernt dann. Also von der Mittel, vom Mittelpunkt. Und das ist ja das Wichtige. So, noch ein bisschen weiter. Noch eins, glaube ich. Ich glaube, jetzt müsste es passen. Nein, stimmt, ich muss hier noch eins weiter. Weil ich ja auch ein bisschen mehr mache. Jo, richtig. Und dann nochmal hier verbinden. So. Ja, die ist schon ein bisschen größer als vorher. Und ich überlege mir gerade auch, ob ich die nicht wirklich dann doch rund machen kann. Weil jetzt das Feld, was so gesehen da ist, das kommt ja jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Jo, da könnten wir echt ein bisschen runder machen hier. Weil das sieht schöner aus, finde ich. Wenn das ein bisschen abgerundeter ist. So, jetzt gilt es aber erstmal, diese ganze Fläche hier zu füllen. Das wird noch eine Zeit dauern. Und viel Erde kosten. Die Erde kaufe ich mir nämlich immer. Weil, das ist, ja. Ich weiß nicht, wo ich die sonst farmen soll. Ganz ehrlich. Ich kenne keinen Platz tatsächlich, wo man Erde farmen kann. Es gibt da wahrscheinlich irgendeinen Punkt, wo man dann farmen kann. Aber das ist wie bei, da, wo dieser große Fischteich ist. Mit den Pilzen. Da ist ja auch zum Beispiel diese kleine Wüste mit den Kakteen. Die Kakteen kannst du abbauen. Aber den Sand, den darfst du nicht abbauen. Da kriegst du nichts von. Das ist so... nicht so gut gelöst, finde ich. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn man da auch den Sand abbauen dürfte. Wie es auch eigentlich logisch wäre. Naja. Der Ring geht noch wieder auf. So, ich werde natürlich offscreen weitermachen an diesen Sachen hier. Also an der Insel, also die Insel werde ich ganz sicher wahrscheinlich fertig bauen für den nächsten für die nächste Aufnahme. Und ich hoffe, dass ich sie fertig baue und die anderen Inseln schon mal Plattformen setze, hoffentlich. So, wunderschön. Ja, ich glaube, es geht schneller, wenn ich es so mache.
Nein, du bist falsch. So, so, so. Boah, ich bin ohne. Ah, Nase juckt. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Eine wunderschöne, wunderschöne erste Hälfte. Boah. Noch einiges vor mir. Und ich bin gerade überlege, ne, wenn die ganzen Inseln wirklich so werden, es wird schon ein bisschen groß. Vielleicht ändere ich das auch nochmal mit dem Inselding hier. Nicht auf 45, sondern noch größer. Um wirklich eine runde Insel zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die 45 dazu reichen. Nein, da ist noch eins. Uje. Ich hoffe natürlich, dass ich später, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, wirklich alle Minions mindestens einmal aufsetzen kann. Genau wie die Rüstungen und so, dass ich die irgendwo alle präsent habe. Ich glaube, für die Rüstung und für die Ausstellung, ich könnte da zum Beispiel eine ganz eigene Insel einfach. Auf jeden Fall in die Mitte kommen überall die Portale nach oben. Das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Ja, das ist die Plattform. Sie ist sehr groß. Hier vorne kommt, wie gesagt, dieses spezielle Podest. So, so, so. Da kommt dieses Podest halt hin, wo dann die Brücke auch drauf kommt. So, ich kann das ruhig noch gerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis hier anheben. Das heißt, wir hatten drei Plätze mehr hinten. Das ist aber ein bisschen wenig, ne? Muss ich das echt noch größer machen? Oder ich lasse es einfach so. Ist gut. Oder wir ändern das auf hier um. Das ist aber ziemlich krass, ne? Ich möchte schon eine große. Ja, am liebsten hätte ich von hier so gern so eine Treppe, so die so hoch geht. Ich glaube, so wäre besser, wenn ich das so aufstelle. Dann wäre hier 7 zwischen, das müsste eigentlich reichen, ne? Oder noch größer machen? Ich glaube, hier ist die. Warte mal. Jo. Oh. Lol. Lol. Okay, hier. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ist es entfernt. Das heißt, man könnte noch eins vergrößern, also um 2, dann wären wir bei 29, 27.
Seiten 4 erweitern. Auch die Seiten müssen dann um 2 jeweils erweitert werden. Dann wäre es genau bei 49. 49, okay. Dann lassen wir auf 49. Die Quadratzahl 49. Ich glaube, es geht schneller, wenn wir es sehen. Nein, das war zu weit. Oh. Oh, ne, ich muss noch zwei weiter. 49 mal 49. Ich glaube, das ist dann aber auch. Das reicht dann aber auch. Rechnet mal, was das für ein Platz kostet eigentlich, ne? Also wie viele Blöcke eine Ebene ist. Boah. Hallo, nicht da. So. Jo, den Rest mache ich alles offscreen. Oh, Alter, diese Insel. Ich hatte vorher 35 mal 35 und jetzt ist das einfach mal 14, nochmal um 14 größer geworden. Also 49 mal 49. WTF. Wie geht das? Ah, wir machen, ah, das mache ich noch in der Folge. So, und die letzten Dreads. Und jetzt noch den Rest. So, muss aber langsam da sein, ne? Jo. Noch 10 Dreads und dann ist Schluss. So. Jo. Das sind schon Rieseninseln. Die Mitte ist da. Oh je, was wird das nur hier? Aber warte mal, ich muss ja eigentlich. Oh, das habe ich gar nicht eingeplant, ne? Diese Inseln hier. Die geht jetzt theoretisch bis da, ne? Ja, dann ist trotzdem noch genug Platz dazwischen. Das ist gut. Weil da kommen immer so kleine Brücken, nämlich von der Mitte aus zu diesen Inseln. Das wird ganz schön alles. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo vielleicht hier oben schon was anderes stehen wird. Bis zum nächsten Mal. Warum habe ich keinen Fallschaden bekommen? Ah, ich habe hier diesen Talisman. Jetzt muss ich Schaden bekommen. Nö. Jetzt müsste ich definitiv Schaden bekommen. Hä? Jetzt aber. Ach, ich... Ich hab doch die Suppe. Naja. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao.